So, wir spielen heute ein neues Spiel. Ist von Blue Meridian. Sind das irgendwie, haben die teilweise Mitarbeiter gewechselt oder sowas? Also, das sieht halt original aus wie Planet Zoo mit Dinos. Also das, was ich mir Frontier Development gewünscht habe. Ich sag's nicht, okay? Ich werde es nicht sagen, aber wir werden es uns denken. Es ist einfach Planet Zoo. Ich meine, ich finde es großartig, weil ich habe mir einfach Planet Dinos gewünscht und ich habe jetzt einfach Planet Dinos bekommen. Nur halt nicht von Frontier. Was ich schade finde, weil ich Frontier echt gerne mag. Okay, das sitzt nicht so gut. Das ist Teil des Baums. Das ist Teil des Baums. Ich glaube, das müssen wir vielleicht danach nochmal verschieben. Here, try changing its appearance. Oh mein Gott, Leute. Leute, seht ihr das, was ich sehe? Seht ihr das? Seht ihr? Seht ihr, was ich sehe? Seht ihr das? Aber es gibt Weibchen und Männchen. Und wenn es Weibchen und Männchen gibt und es ein Alter gibt, dann kann man ziemlich sicher Baby-Dinos züchten. Und ich werde nächste Woche nichts anderes spielen als dieses Spiel. Es ist das, was wir wollten. Dino-Sex. Ja, ist erster Eindruck wesentlich besser als Jurassic World. Also das hypt mich gerade auf dem gleichen Level wie Planet Zoo damals. Das sieht sehr, sehr gut und sehr, 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 sehr vielversprechend aus. Von der Customization. Also das sieht sehr, 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 sehr vielversprechend aus. Die Frage ist jetzt nur, wird das Spiel fertig? Das ist das, was wir halt eher an Struggle haben. Also wenn ich halt hier reingucke und sehe halt, okay, du kannst hier noch nicht mal den Zoo aus, an- und ausmachen. Du hast halt ganz viele Sachen einfach noch gar nicht drinnen, überhaupt in dem Spiel. So, ich weiß nicht, ob das ausgegraut ist, weil es noch nicht Teil des Spiels ist oder weil es einfach noch quasi, weil wir noch nichts gebaut haben in die Richtung. Wir werden jetzt gleich einfach ein bisschen gucken, was man so theoretisch gesehen bauen könnte schon mal. Aber für mich wirkt das noch sehr, sehr roh bis jetzt. Also es sieht sehr, sehr gut aus. Versteht mich nicht falsch. Es sieht sehr, 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 sehr gut aus. Und das wird wahrscheinlich, sobald das Game content-wise dann auch Inhalte reingebracht hat, wird es wahrscheinlich mein Game des Jahres werden. Aber ich weiß halt noch nicht, wie viel jetzt halt schon drinnen ist. Ne? Das ist halt die Frage. Wie reiße ich das? So reiße ich es wieder ab, ne? Okay, ja. So, wenn wir jetzt den sagen, wir machen den 3 Meter breit als Beispiel, dann könnte ich das jetzt aber so nutzen und hier würde es dann snappen. Also das funktioniert auf jeden Fall. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Wie wir rechteckige Wege machen, weiß ich noch nicht. Die sind bis jetzt nämlich noch rund und da kann man auch noch nicht switchen. Von der Rundheit quasi. So, wenn ich das replacen möchte, dann kann ich das replacen. Aber das Replacen funktioniert noch nicht. Also das ist ein Kunstwerk. Es ist auf jeden Fall ein Kunstwerk, aber es funktioniert noch nicht. Dann wissen wir das auf jeden Fall auch. Das heißt, Replacen haut auch noch nicht so richtig hin. Ich kenne jetzt die Firma nicht, die dahinter ist. Also ich weiß nicht, wie groß die Firma ist und ich weiß nicht, wie notwendig der Release quasi ist. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt quasi schon, ob das nicht fast ein bisschen zu früh ist schon von dem ersten, was ich sehe. Also die Hälfte der Dinge, die halt angezeigt werden, kannst du halt noch nicht mal anklicken. Es ist heute in den Early gekommen, genau. Und ach, guck mal, ich bin vielleicht auch einfach dumm. Nee, bin ich nicht. Es geht einfach generell. Es macht generell Kurven. Das heißt, das C-Drücken hat keinen Unterschied gemacht. Ich weiß nicht, ob's nicht eventuell noch ein Ticken zu früh war mit dem Release. Kann ich gerade noch nicht sagen. Dass diese Bodenplatten zählen als Fußgängerweg, ist der absolute Shit. Dass diese Bodenplatten als Fußgängerweg zählen, ist der Shit. Das ist wirklich, wirklich gut. Das ist wirklich, 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 wirklich gut. So, wir probieren es nochmal neu. Fangen wir mit Easy einfach mal sicherheitshalber an und let's go. Wir wollen Module. Das ist eine Toilette. Das ist eine große Toilette. Nutrition, Shopping, Dingster, Bumster, Entry, Ticket Booth. Ich glaube, Ticket Booth haben wir hier schon. Aber wir könnten einfach theoretisch gesehen an diesem Gebäude weiterbauen. Aber wir müssen hier erstmal noch den Weg ein bisschen abflachen, weil der macht uns gerade noch ein bisschen Probleme. Und dann wollen wir vielleicht hier auch erstmal das Gras wegmachen. Das können wir uns ja nachher wiederholen in der Theorie. Edit Group. Dann machen wir mal hier unseren Weg weiter. Hä? Wo habe ich gerade Weg gesetzt? Lol.
Ich habe gerade den ganzen, ich habe das ganze Ding gerade geeditet. Upsi. Die Bodenplatten haben nur eine Breite, wie es aussieht. Leider. Wir bräuchten halt so Mini-Raster-Bodenplatten, damit man die nicht übereinander legen muss. Weil ich kann die auch nicht, glaube ich, kleiner. Hold left alt for smaller size. Das geht nicht. Okay, ich muss damit arbeiten. Und wenn du es übereinander legst, dann glitscht's halt. Leider. Eine halbe Bodenplatte. Das wär's. Eine halbe Bodenplatte. Ach, und hier fehlt auch noch eine Bodenplatte. Guck mal, dass das schön zu ist hier auf jeden Fall. So, aber wir haben noch nicht rausgefunden, ob es Bänke gibt und so weiter. Weil wenn ich mir jetzt so diese Gebäude anschaue, es sieht so, als gäbe es mega viele so Custom... Also es sieht aus, als würde es mega viele so Custom-Sachen geben. Aber ich habe sie noch nicht gefunden. Oh, aber weißt du, was wir da machen können? Bearbeiten. Bearbeiten. Edit Group. Wir können eine... I'm blind, but now I see. I am blind, but now I see. Ich muss meine Schnauze halten, weil ich überhaupt nicht singen kann. Ach cool, und die haben auch unterschiedliche Styles. Okay, und dann können wir die Grid Wild noch weiter verändern und dann auch genau so drauflegen. Aber ich glaube, wir brauchen dafür den Anfang erstmal nur eine Toilette. Und eigentlich finden wir diese Dinger hier auch ganz spicy. Weswegen wir uns überlegt hätten, die einfach auch lang zu ziehen. Das ist so ein dummes Tool. Aber wir machen die Dinger auch lang. Okay, lass es uns vielleicht einzeln lang ziehen. Das ist vielleicht smarter. Aber du kannst einfach diese scheiß Scheibe in die Länge ziehen. Ich fange gleich zum Heulen an. Ich will nicht heulen, aber ich fange gleich zum Heulen an. Das ist halt literally das Spiel meiner Kindheitsträume. Das ist einfach das Spiel meiner fucking Kindheitsträume. Das ist das, was ich gehofft habe, dass es Jurassic Evolution sein wird. Jurassic World Evolution. Und nicht wahr. Weil sie es uns nicht gönnen wollten. Aber genau das wollte ich haben. Genau das. Und ich bin so glücklich gerade, dass wir es bekommen haben. Ich bin so glücklich, Leute. Holy shit. Das ist einfach... Es tut mir so leid, dass ich erstmal darüber geshit-talkt habe, dass das Spiel nicht ready ist. Also, es ist halt wirklich noch nicht so ganz ready. Das kann man, glaube ich, ohne schlechtes Gewissen, kann man das grundsätzlich anbringen, dass es wirklich einfach noch nicht komplett ready ist und wirklich zu einem sehr, sehr early stage, aber es hat sehr, 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 sehr viel Potenzial. Und ich habe den Baugrid ein bisschen unterschätzt tatsächlich in der ersten Sekunde. Also das Bausystem ist krass. Das Bausystem ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich hatte immer das Gefühl, Planet Zoo und Frontier haben so die Königsklasse des Bausystems. Und ich finde, sie sind jetzt offiziell abgelöst worden mit der Königsklasse des Bausystems. Weil dieses Spiel einfach alles im Bausystem noch mit reinbringt, was man sich quasi gewünscht hatte bei Planet Zoo und bei allgemein den ganzen Planet-Teilen, was halt dort nicht reingekommen ist. Und das Spiel macht halt all diese Sachen richtig. Von sich aus schon. Ohne Mod. Ja, Planet Zoo macht teilweise aggressiv. Planet Zoo macht teilweise sehr aggressiv. Vor allem, ich glaube, das Problem, das halt Planet Zoo so ein bisschen hat, was heißt Problem? Also ich möchte gar nicht Planet Zoo shit talken. Planet Zoo ist ein wunderschönes Spiel. Ich glaube, das Problem, das Planet Zoo so ein bisschen hat, ist, dass es dir das Gefühl gibt, dass du alles bauen kannst, aber es ist eine Lüge. Einfach weil das Skalieren zum Beispiel nicht geht. Die Tatsache, dass das Skalieren nicht geht, schränkt dich dann, wenn du wirklich anfängst, viel zu bauen, schränkt dich das echt mehr ein, als man vielleicht am Anfang glaubt. Und was mich dann halt immer so ab einem gewissen Punkt richtig aggressiv gemacht hat, war eben
dass ich das Gefühl hatte, eigentlich kann ich alles bauen. Und dann kommt die ganze Skalierungsscheiße und dann kommst du drauf, nee, weil ich kann nicht custom skalieren und manche Items sind halt, also der größte Triggerfaktor, den ich bei Planet Zoo wirklich regelmäßig hatte, waren diese Deckenschrägen, die du halt zwar drehen kannst, aber nicht in der Größe skalieren kannst und teilweise, also du hast so geile so Deckenelemente, aber du kriegst nicht so richtig geile Decken damit gemacht, weil diese Deckenelemente halt alle Grenzen haben. So, die haben einfach Grenzen. Und dadurch, dass du sie nicht beliebig skalieren kannst, ist das dann irgendwann, bist du halt, ja, genervt, sag ich einfach mal. Wer will nicht da hinten neben der Toilette sitzen? Neben der Toilette sitzen sind immer die besten Plätze. Ne? Die Pflanzen sind doch eher in Dino-Größe gedacht. Ja. Das ist wahr. Die Pflanzen sind wirklich eher in Dino-Größe gedacht. Aber es ist halt völlig egal, weil du halt alles skalieren kannst. Du kannst halt alles skalieren. Es ist einfach geil. Alles. Das ist so genius einfach. An dir ist eine Innenarchitektin verloren gegangen. Das ist sehr süß. Tatsächlich habe ich das jetzt schon ein paar Mal gehört. Und zwar lustigerweise immer, wenn wir Planet Zoo spielen oder irgendein Spiel in die Richtung. Ich glaube nicht, dass ich so eine gute Innenarchitektin wäre tatsächlich. Aber es ist sehr süß. Das Logo wird nun verdeckt. Ja, aber nur ein bisschen. Das macht ja nichts. Das macht das Ganze ja einfach ein bisschen belebter, sage ich. Aber ich glaube, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es irgendwo feste, also fixe Töpfe gibt und dass ich die einfach noch nicht gefunden habe. Ich bin mir eigentlich sehr... Ist das ein Topf? Also das ist jetzt nicht zwangsweise ein Topf, aber es ist halt auch nicht kein Topf. Es ist quasi... Ja, es ist ein moderner Topf. Das sieht richtig, richtig, richtig süß aus und es macht mich richtig glücklich. So, Lichterketten. Lichterketten sind der Nemesis für alles, weil die einfach, so ist es halt so halb dahinter, das ist auch doof. Aber man könnte es auch zwischen die beiden Palmen hängen. Also dass es quasi die Palmen miteinander verbindet. Das könnte man unter Umständen auch machen. Jo, Dark Souls-Bocke denken auch immer, sie sind die schwierigsten Gegner. Dann komme ich auch immer mit Baue und verlege. Verleg du erstmal Lichterketten in Aufbaugames, dann reden wir weiter. Werde ich gerade verarscht? Werde ich gerade verarscht und hab's nicht gecheckt? Einfach um einmal hier nochmal nachgefragt zu haben. Ich bin mir gerade noch nicht sicher. Werde ich gerade veräppelt hier? Wir sind gerade voll in dem Prehistoric Kingdom Hype. Bevor die Frage kommt, nein. Wir haben noch keinen einzigen Dino gebaut. Bin mir auch noch nicht sicher, ob wir hier jemals ein Dino bauen werden. Ich denke, die Chancen stehen nicht so schlecht. Aber wahrscheinlich auch vielleicht nicht heute. Ich habe eigentlich jetzt schon dreimal gesagt, dass das Gebäude jetzt fertig ist. Und dreimal habe ich angefangen, wieder was umzubauen, weil ich noch Dinge gefunden habe, die ich gerne anders hätte. Fake it till you make it ist es tatsächlich besser als Jurassic World Evolution. Also das ist das, was wir haben wollten statt Jurassic World Evolution. Das ist im Endeffekt, ist das Planet Dino. Also Planet Zoo, nur mit Dinosauriern und einem noch besseren Crafting System. Das Spiel ist im absoluten Early Access, das ist im Alpha von der Alpha. Momentan wird es euch wahrscheinlich in vielen Bereichen abfacken, weil einfach die meisten Sachen einfach noch nicht gehen. Und das vielleicht auch ein bisschen ein zu früher Release war, wenn wir ehrlich sind, meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach sehr, wirklich sehr, sehr gut. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut und es hat ein sehr, sehr krasses Potenzial. It has a really, really big potential. Was ich mir halt auch richtig gut vorstellen könnte, wäre halt an der Stelle, wenn man hier quasi einfach so eine Terrasse, so eine erhöhte hinbauen würde und dann halt ein Pizzading. Funktionieren die Dinge denn auch alle oder baut man nur Fassaden? Also das ist ein funktionierender Laden und das sind funktionierende Bänke, auf denen Leute sich hinsetzen und das ist ein funktionierender Mistkübel und das ist eine funktionierende Toilette und
Das ganze Glas und die Pflanzen und alles, was da rumherum ist, ist Deko. Aber ja, das ist ein funktionierender Laden. Ich werd für heute rausgehen, meine Lieben. Ich muss für heute aufhören. Ich kann nicht. Ich muss für heute aufhören. Ich krieg langsam Bauchweh und ich muss... Wer für den Computerspielpreis nominiert werden will, muss durchziehen. Ich war schon nominiert. Damit muss ich jetzt nichts mehr machen. Tschüss.